Willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Am Start haben wir wieder unseren Chaos. Hi ho. Und die Kelly. Die Gladiator, die auch was. Wie jetzt? Kreuz Mikro erst aufgesetzt? Irgendwie hält es halt einfach nicht auf. Ach so. Ja, gut. Und ist voll konzentriert auf ihre Pharmaarbeiten. Also. Körperlich ist er zwar da, nur nicht headsetmäßig. Genau. Sei gegrüßt, Caddy, auch wenn du es nicht hörst. So, wir sind immer noch dabei, diesen Mosa zu zähmen. Also das gekochte Primeat bringt's echt. Wir sind schon beim Tee angelangt. Habt ihr denn den ersten Advent gut überstanden? Fress okay erstmal vorbei. Bis zum nächsten Sonntag. So ungefähr. So, ich werde jetzt nochmal etwas Primeat holen. Dann nehme ich mir mal den Flipper, der ist schnell. Dann werde ich im Chaos noch etwas Primeat bringen und Notwendig. Wie hießen die neuen eigentlich nochmal? Der Innenminister, der Kameltreiber und ja, ich glaube iLegend oder so. Ich weiß es aber nicht ganz genau, ob iLegend dazu gehört. Auf jeden Fall waren sie zu dritt, aber zurzeit momentan nur zu zweit. Na, mal gucken, ob sie noch da sind. Ja, sind sie noch. Oh, es sind sogar noch zwei Personen dazu gekommen. iLegend und Chanko. Ja, da war noch. Also langsam wird hier Leben auf den Server eingehaucht. Jo, das finde ich toll. Ich finde es klar, dass wir jetzt momentan keine Leute aufnehmen bei uns im Tribe, aufgrund dessen, was passiert ist. Aber ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, hier mitzuspielen. Ah, doch, iLegend gehört doch dazu. Ich denke mal, Chanko gehört dann auch dazu. Dann sind sie jetzt schon zu viert, aber die werden schnell aufbauen. Die Jungs sind noch verdammt jung. Die lernen schnell. Ja, aber klingen etwas älter. Also so jung nur gut nicht, finde ich jetzt. Na doch, ich schätze so mal so um die 18. Zwischen 16 und 20, sage ich jetzt mal, so im Schnitt sind die Jungs. Allerhöchstens. Ob viermal Primeat reicht? Vier Stacks, ja. Da habe ich erstmal ein bisschen Luft. Gut. Erstmal wieder einen Ausgang finden. Ja, sagte ich doch. iLegend zum Beispiel sagt jetzt gerade 16. Okay. Aber dafür haben sie trotzdem ein gutes Benehmen. Ja. Habe ich doch perfekt geschätzt, oder? Ne? Hätte ich nie gedacht. Also ich schätze doch etwas älter eingeschätzt. Ja, war ich doch gut in meiner Schätzung. Ich werde dann das große Raft nehmen. Ja. Ich muss dem ja noch sagen, dass der auf Passivs stehen soll. Mhm. Ach, der steht glaube ich noch auf Passiv. Nee, attack your target. Nee, bitte passiv. Neutral und jetzt käme passiv. Genau, so. Dumm die dumm die dumm. Das wird so itchy. Die Flying Schools. Ja, dann haben wir jetzt schon drei relativ aktive Gruppierungen hier auf dem Server. Finde ich ganz gut. Ja. Und was mir echt an dir gefällt, ist diese Höflichkeit. Was man ja leider Gottes selten hat bei solch jungen Leuten. Ja. Finde ich schade. Ja gut, aber... Es sind zum Glück nicht alle so. Das ist mal wieder ein guter Beweis. Das ist das Entscheidende.
2 und solange sie sich gut benehmen und auch immer freundlich sind. Klar, jeder hat mal einen schlechten Tag. Klar, hat jeder. Geht uns genauso. Natürlich. Aber so im regulären Fall ist ja schon okay so. Okay. Ja, nur, dass das reicht für den. Oh, werden wir sehen. Ansonsten schrei ich, wenn du da bist. Ja, wir sind jetzt schon beim A. Das geht ziemlich gut mit dem Cooked Prime Meat. Ja, wunderbar. Also, der Effekt ist zwar nicht ganz so gut wie bei Kibbel, aber ich denke, mit Mosasaurus zu tamen ist eh schon schwerer. Ja, denke ich auch. Den Speedy lasse ich mal hier unten, so wie mein Arlong. Ja. Kannst du tun. Ich bin ja jetzt gleich mit dem Raft unterwegs. Ja. Oh, meine Flasche hat Halbzeit. Wollen wir tauschen? Ist deine Flasche noch intakt? Oder ansonsten lass mich mal eben schnell nach oben düsen mit dem Spiel. Dann repariere ich die nochmal schnell, dann bleibst du nochmal kurz hier und danach hast du ein bisschen Luft. Mach mal. Wie sieht's aus? Wir haben gerade gefragt, wann du in etwa da bist. Schwierig. Wie lange brauchst du ungefähr mit dem Raft hinter? Also 10 Minuten. Mindestens. Das Raft ist ja leider nicht das schnellste, sonst hätte ich ja gesagt, schnapp dir einen Sarko aus unserer Zuchtstation und pfeif das andere Sarko an. Obwohl, mit dem Quetz? Ja, über die Rampe. Ne? Noch nicht schon mal. Mit dem Quetz dürftest du den mit den Füßen anheben können. Ja, eigentlich schon, ja. Da bist du schneller. Stimmt. Oh, passt. Schaffen wir. Ach klar. Wir haben so viele Optionen und Möglichkeiten. Jo. Ach, hast du ihn jetzt doch reingestellt, das Sarko? Aufs Raft hatte ich ihn erstmal gestellt, aber. Achso. Ich werde jetzt eh gleich mit dem Quetz losfliegen, dann passt das. Schneller. Jo, definitiv. Nimmst Airbus, die hat die höchste Movement Speed. Airbus, okay. Dann hast du gleich einen Kampfvogel. Und oh, sag ich hier schon, Tür. Was? Ah, haben wir schon? Das sieht gut aus. Das könnte auf jeden Fall noch was werden. Hier. So, ich bringe ja auch nochmal Prime Meat mit runter, sicher ist sicher. Na, viel haben wir leider nicht mehr. Sauerstoffflasche habe ich repariert. Zwei Stacks erstmal. Nochmal vorsichtshalber. Sicher, sicher, also. Dass du ein bisschen Luft hast. Ja, das hält sich sowieso zum Glück ein paar Stunden in den Viechern. Und wenn der nicht alles frisst, kann man es ja eh wieder in den Kühlschrank tun, da hält es wieder ein paar Tage. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, man hat ruckzuck, auf der Fleischfresserinsel dann rüber. Einmal ein paar Runden auf der Fleischfresserinsel und man hat ruckzuck wieder mit dem großen Raft das zusammen. Jo. Ah, der Turbo sinkt schon ganz schön krass bei dem Viech. Das ist schon heftig. Ah, oh, bin ich wieder auf dem Weg. Also den kannst du echt mit dem Giganto vergleichen. Ja, außer dass der Giganto halt eben 200er Schritte macht, ne? Ja, dafür hat er auch eine Toropo. Ganz so schnell sinkt er nun nicht, aber trotzdem schon extrem. Aber der war auch relativ schnell betäubt. So. Also das ging echt ratzfatz hier unter Wasser. Hätte ich nicht gedacht. So, okay, ich bin da, kannst du abdampfen. Für den Jungs.
Na, Freunde, ihr seht bestimmt, haben die ein Wassergefährt, jo, wenn der sehr schnell ist. Dann können sie uns mal schnell besuchen können. Zum Beispiel. Um Hallo zu sagen oder so. Schade nicht. Da solltest du sie vielleicht aber auch darüber aufklären, dass die mit dem Kleen ein bisschen vorsichtig sein sollen. So ein bisschen erklären. Da oben schwimmt irgendwas. Das könnte was Größeres sein. Was? Ich weiß nicht. Das sieht so ein bisschen von Weitem aus wie noch so ein Moser. Wo denn? Da oben so rechts. Uns rechts? Also von Weitem sieht's aus wie so ein Moser. Ich habe jetzt einfach mal einen Orlong geschnappt. Was ist denn das? Ich sehe da jetzt nichts. Okay, einfach mal gucken. Ach, nein, Gott. Also trotz Tauchbrille. Ähneln manche Viecher sich ja trotzdem unter Wasser. Haben wir noch einen Hai? Ne, ein Flipper ist das. Ja, jetzt, wo wir sie nicht brauchen. Ja, ne? Ah ja, den Hai hab ich jetzt gekillt. Ich bring da noch mal ein bisschen rohes Primate. Mal gucken, ob der das lieber frisst als das gebratene. Ja. Wäre auch interessant zu wissen. Der Effekt ist schon ganz gut so mit dem gebratenen. Vor allem haben wir da genug von gesammelt gehabt. Ja. Weil wir haben ja den Industriegrill auf dem großen Raft und da ist das mal eben einschmeißen und ja. Was denn? Das zählt nicht! Das bohrt schon wieder nach! Meine Frau ärgert sich gerade, das spawnt schon wieder nach im Vulkan. Hey, was machst du denn da? Läuft. Stumm mal das Prime Meat hoch. Wirst du sehen, was er lieber frisst? Ob nur das rohe oder doch das gebratene? Wäre mal interessant zu wissen. Boah, schauen wir einfach mal an. Er hat gefressen. Also er bevorzugt definitiv das. Jetzt sind wir beim M, schwankenderweise. Ich finde das lustig, der Zeiger hüpft immer so ein bisschen hin und her. Ah, ganz leicht hin und her, ne? Ja. Denk mal, wenn jetzt wirklich alles raus wäre aus ihm an Fleisch und so weiter, würde er sofort sinken, wäre sofort wieder da. Oh, also ja, weg, der ganze Taming-Effekt. So, erstmal die Taucherausrüstung ausziehen. Ja. Mit dem Kroko an Land zu rennen, ist schon witzig. Wie schnell das spratteln kann. Jo. So. Ich tue dem mal ein bisschen Fleisch rein. Ja. Ich denke mal, so viel werden die noch nicht haben. Obwohl, die haben Kano, also. Ja. Ein 17er Stack reicht. Ja, wir haben ja einen Korn, dann können sie ja den Rest noch vorn gehen. Genau. Am Fleisch. So. Fleisch hinein. So. Oh ja, das wird ein Aufstieg. In unserem kleinen Vogelhäuschen. Jawohl, zurückgesetzt. Das macht Spaß. Aber es ist schön leicht, einfach zu laufen, die Strecke. Das ist wahr. Da können wir runterfallen, ist alles Verdacht. Hast du denn immer noch vor, hier eigentlich einen Fahrstuhl zu bauen, oder hast du die Idee verworfen? Einen kleinen Fahrstuhl werde ich früher oder später noch bauen, aber es wird einen massiven Umbau noch geben. Das Vogelhäuschen wird verlagert. Echt? Ja.
Aber lass dich einfach überraschen. Kannst du dann ja auch gerne aufzeichnen und dann die Base-Umbauten zeigen. Also es wird, so wie Planung aussieht, massiven Umbau geben. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Der Airbus war's, ne? Airbus, genau. Schnellster und mit dem Lüftes Coco ohne Beine. Level up. Kannst dich auch gut verteidigen. Ist mein Kampfflieger. Auf was soll ich denn den skillen? Der hat Level up? Den setzt du einmal auf Live dann nochmal. Okay. Oh, 7000. Also der hat nochmal um die 1300 gemacht. Den Krokodil. So, ich schreib den mal, dass ich unterwegs bin. So. Werden sich freuen. Terwex. Oder doch noch nicht? Das wird wohl doch erst in der nächsten Folge sein. Okay, wir sind schon am Folgenende. Das war's, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch Kommentare, Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.